Heute reise ich mit Ihnen durchs Mittelmeer und als Vorspeise gibt es Miesenmuscheln in Weißweinsoße aus Frankreich. Bevor wir die Muscheln kochen, muss man darauf achten, dass man schaut, dass die Muscheln geschlossen sind. Offene Muscheln bitte sofort entfernen, nicht mitkochen, denn sie sind schon abgestorben. Und wir müssen sie ein bisschen zuputzen. Ordentlich durchwaschen, vielleicht auch mit einem kleinen Messer, den Bart nennt man es auch, wegkratzen, einmal durchwaschen und später kochen wir das Ganze zusammen. Für unseren Sud brauchen wir Knoblauch, Chili, Karotte, Zwiebeln, Lauch und Knollensellerie. Die werden wir jetzt in kleine, feine Streifen schneiden, später in Olivenöl ordentlich anschwenken, bevor wir die Muscheln dazugeben. Vorher natürlich die Zwiebeln, die Karotten und den Sellerie schälen. Jetzt nehme ich die Zwiebel, die halbiere ich und schneide sie ganz grob einfach nur in Streifen, also halbe Ringe. Genau, dasselbe mache ich nochmal mit dem Lauch. Dann nehme ich nochmal die Karotten, die werde ich jetzt vierteln und dann in kleine Würfelchen schneiden. Die Knollensellerie in Scheiben schneiden, dann kann man nachher leichter würfeln. Zack, zack, zack. Zu guter Letzt die Knoblauchzehen nochmal einmal ein bisschen mit dem Handballen draufhauen, ja, lässt sich es auch leichter schälen. Da können wir die Haut ganz einfach abziehen. Und die Chilischote, die Hälfte genügt. Ja, halbieren, die Kerne ein bisschen entfernen. Die Schärfe bei der Chilischote, das ist meistens bekannt. Kleinere Schoten sind meistens auch noch schärfer als die größeren Schoten. Ansonsten werden die beim Kauf, wenn ihr im Supermarkt die Chilischoten einkauft, werden die schon beschrieben, in welche Schärfegrad es sich bei der Chilischote handelt. Wenn wir das Gemüse geschnitten haben, geht es gleich los zum Kochen. Der Topf ist heiß. Ich nehme etwas Olivenöl. Die Knoblauchzehen. Die Chilischoten und die Zwiebeln und schwitzt sie schon mal ordentlich an. Für uns hier genügt hier von jedem eine Handvoll. Das Rezept für 4 Personen finden Sie wie immer in der Beschreibung. Das Ganze ordentlich anschwitzen und mit Weißwein ablöschen. Den Weißwein habe ich jetzt ungefähr 2-3 Minuten einköcheln lassen. Jetzt geben wir die Muscheln dazu und lassen die Muscheln in unserem Fond ca. 2-3 Minuten mitkochen. So. Jetzt mal ordentlich durchrühren. Riecht schon mal super. Vielleicht noch mal ein bisschen nachwürzen, etwas Pfeffer, ein bisschen Salz. Dann lassen wir die Muscheln noch ca. 5-6 Minuten insgesamt köcheln. In der Zeit bereite ich schon mal den Teller vor und hack etwas Petersilie als Garnitur obendrauf. Ganz grob drüber gehackt, das genügt. Ah, herrlich. So. Dann holen wir die guten Muscheln mal raus. Beim Anrichten schon mal darauf achten, wenn geschlossene Muscheln mit dabei sind, gleich entfernen, denn die sind nicht mehr genießbar. Ein bisschen Dekoration oben drauf, ein bisschen gehackte Petersilie und was zu den Muscheln immer super passt, ist schönes Baguette. Unsere Vorspeise aus Frankreich, Miesmuscheln in Weißweinsoße. Guten Appetit! Wenn Sie Lust bekommen haben, dieses Gericht nachzukochen, das Rezept finden Sie in der Beschreibung. Ich würde sagen, Bon Appetit oder guten Appetit.